Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Modland am Hangarbau mal wieder. Ja. Nico, was ist leider noch nicht fertig, der Hangar. Ja. Nö, leider. Es fehlt noch ganz, ganz wenig. Ja. Nico baut gerade noch weitere Solarpanel, das habe ich gehört. Damit das noch schneller geht. Beziehungsweise genau, also ich muss jetzt erstmal einen Advance noch herstellen, der fehlt noch auf dem Dach. Und dann stelle ich noch weitere Advanced her. Jo, genau. Oh, und ich baue jetzt die Wand da hinten hier hin, weil wir haben ein bisschen weiter gebaut. Wie viel? 6,5 Millionen? Ja. Krass, eben war gar nichts von. Von ein paar Minuten waren es noch 1. Ja, bei mir war es vor ein paar Minuten noch 0. Bin ich blind? Also die Sorge schon. So. Wie viel soll ich. Wir haben 17 Eisenäxte. What? 17? Ja, das wurde natürlich auch. Äxte. Pickaxe wäre cool. Aber Äxte? Ja, das wäre cool. Wir hatten mal einen riesen Wald weggeholzt, glaube ich. Vielleicht sogar von der Außenbase oben jetzt. Weißt du, wo die rote Fläche ist? Und jetzt unser Park. Vielleicht haben wir deswegen so viele Äxte da drin gehabt. Ich weiß nicht, kann sein. Dass wir irgendwann dann verzauberte Diamanten-Axt genommen hatten. War das wieder okay. Ja. Ich habe übrigens eine neue Idee, was ich machen kann. Und zwar werde ich mich wahrscheinlich mal darum kümmern, dass der automatische Crafter, dass der alles benutzt. Also die ganzen Macerator und sowas benutzt. Wollte er theoretisch auch, aber benutzt immer nur einen, obwohl er theoretisch sogar 3 oder 4 benutzen da kann. Richtig. Ich echt so eingestellt. Wahrscheinlich gleich mal in Game Mode gehen und da mal nachschauen, wieso das nicht funktioniert. Hört sich gut an. Aber ich als ob du dich halt auskennst, Mann. Danke. Warum ist eigentlich gerade so leise geworden? Immer so lauter. Pech. So. Machst du eigentlich den Rest des Berges weggehauen, ey? Was? Du hast einen kompletten Stein hier draufgehauen, wo die Wand reinkommt. Noch so 3 Schichten. Weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Jetzt nur das. Das war eine Sache von jetzt hier 10 Sekunden oder so. Wegzuhauen. Achso, dann keine Ahnung. So, wie viel ist das denn hier hinten? Was brauche ich denn für den Advanced? Auch so ein Ding hier oder? Okay. Panel. Panel? Panel. Ja, der Bildschirm läuft auch hier der andere mittlerweile. Nice. Ist aber heller als der andere, keine Ahnung warum. Kein Plan. Das heißt, das ist einmal durchgezogen. Die Frage, wie weit? 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, natürlich, 18, okay. 19. Nice. Haben die Leute eigentlich schon den fertigen Pharaon gesehen? Bestimmt nicht. Ja, der hier hinten? Gehen wir gleich mal hin. 19. Warte mal, dann brauche ich auch komplett Quarz oben, ne? Beziehungsweise Cobblestone. Jawohl. Okay. Noch. So. Ich will nicht sagen, aber ich glaube, uns geht langsam der Quarz wieder aus. Oh. Wie viel hast du noch? Ein Stack 10. Ja, ich hab 7. Na, ist nicht so gut. Ja. So, 6 Stück. 19 brauchen wir. Das heißt, ich hau einfach Cobblestone hinter, dann sparen wir Quarz. Ich kann das ja auch raushauen. Billigbauten halt, ne? So. Ach komm. So. Da kommt einfach Kompression jetzt. Okay, und wie wird das jetzt gemacht? Noch ein Szenarium? Ein so. Szenarium? Ach komm, Ron, ey. So, ja, Blaze, Redstone, Dia. 7, 8, 9, 10. 11,
17, 18, 19, perfekt. Soweit geht das. Natürlich haben wir keine Dias mehr. Genau. Der Block. Alter, komm. Da. Alter, was schreibe ich denn hier? Keine Ahnung. Boah. So oft geschrieben. Schon nicht mehr Glow. So. So. Das geht einfach hier quer runter. Boah, eigentlich schon Bildschirme. Kacke. Theoretisch bräuchte ich jetzt goldene Bildschirme schon, aber damit das schon drin ist, dass ich nicht später mich darum quäle. Können wir uns goldene Bildschirme craften? 1,5 Stacks. Was mache ich jetzt? Ich geh mal gucken. Ach ja. Okay. Ich komm mal in die Base. Dann zeig ich mal vorher mal die Forum, der ganz cool geworden ist. Wir haben nur ein paar Lichtprobleme leider. Oder ist der soweit? Ja. Ja. Ich habe also Bodenlichter hingemacht, damit es hell genug ist. Erst alle, also war es besser und natürlich auch hier die Schrift zu dunkel. Weil es einfach nicht beleuchtet ist, das ist so ein Problem. Weil eigentlich sind die ganzen Pinöpel hier unten nicht da. Das ist so ein Problem. Ja, dann müssen wir damit einer anderen Bot noch nachhelfen, wo man so unsichtbare Lichtblöcke da machen kann. Einfach nur, damit nur oben als beleuchtet ist und das unten halt auch beleuchtet dann. Oder so eine Art. Das hier habe ich unten auch noch umgebaut, so eine Reihe hingemacht. Wo das Robert Space Industry Schrift drauf steht quasi, ne? Das ist cool. Kann sein. Und hier die Tür ist mal gebaut. Die geht da auch auf und zu automatisch. Ja, wie das Tor hier. Das ist eh nur Deko. Ist das? Okay. Ja, ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Was ist noch hier drin? Die Monitor, die hat auch mal ins System schmeißen. Kompressor. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Ach komm, mal schon. Dafür Müll macht. Boah, das gewesen. Okay. Maschinenblock? Wo craftest du denn da? Hä? Wie Maschinenblock? Ja. Oberen linken Crafting Station. Ja, ich weiß, den habe ich letztens mal gecraftet. Der war unnötig. Oder was? Nee, warte mal, Maschinenblock? Ja, hier oben links. Guck mal hier rein. Über der Kiste. Kommt ein Maschinenblock raus, wenn du das Kraftrezept machen würdest. Fehlt wahrscheinlich noch irgendwas, aber. Ach so, das Ding. Ja. Ja, ja. Was wollte ich jetzt machen? Bildschirme craften. Monitore. Ja, ihr braucht. Rechts sind alle belegt. Ich mache das eigene Inventar. Ah, ist gut. Mein Inventar voll. Moment. Das ist jetzt nicht so geil. Warte mal. Schon 93. Schauen. Ja, das kommt egal. Blablabla. Sticks können eigentlich auch erstmal raus. Und die Quarry, die kann eigentlich mal hier in die Pouch. So, dann haben wir noch die. Ach, endlich. So, Monitor haben wir nur noch die schwarzen drin. 128, weil die halt. Waren halt die falschen gewesen. Brauchen wir halt die goldenen. So, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 8 Stück, genau. So. Wie geht ein normales Solarpanel? So. Oh, das ist easy. Okay. Ein Glas-Panel. Boah, Glasscheibe. Na gut. Und what's down? Und wo brauche ich das jetzt drin? Da, ach stimmt. Vor allem nur eine. Warum nur eine? What the fuck? Was? Wie jetzt? Warte mal. Iridium Iron Plate. Hä? Hä, 8. Ach, kein Redstone, glaube ich. Iridium Iron Plate. Auch andersherum. Oh, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, warte mal. So. Du bekommst das schon hin, Nico. Keine Sorge. Wie viel Gold haben wir jetzt eigentlich noch? 194 Gold, ist nicht so viel. Und dann nur die Hälfte der Bildschirme. Nee, nicht wirklich. Der andere kommt ja nochmal hin. Cool. Oh ja. Cool, das Glas. Aber übrigens, die Fallen sind echt ganz geil geworden hier. Ist auch mittlerweile gebaut. Sind halt hier so drin in dem halben oder dreiviertel Block. Schon cool. Ich muss einfach gucken, wie das funktioniert, aber es geht. Ja, die Mitte ist voll mittig. 67 Block in die Richtung, 59 in die, also müssen wir da nochmal Wand wegreißen. Egal. Was soll ich jetzt machen? Ach so, stimmt. Ja, wie groß sind eigentlich die Bildschirme? Ah, warte, kann ich die abzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab nämlich auf zwei Bildschirmen ein Bild davon.
8 Blöcke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wird ein neuer. Perfekt. Mensch. Ach nö, jetzt brauche ich zwei normale. So. Nee. Was geht's hier? So viel Goldverschwendung, ey. Das stimmt leider. Ey, machen das jetzt hier. Aber mal gut. Ja, komm. Endlich. Okay. Okay, dann haben wir den Advanced auch noch. Da. Moment. Warte, ich kann auch aufgehen. Laut meiner Rechnung. Hast du mich beim anderen auch? So, jetzt haben wir noch 7, 10, 20. Doppelt hören. Oder? Ach ja. Ja, genau, noch 20 Hybrids können wir herstellen. Wir haben nämlich noch 20 Advanced. Hä? Der da gemacht jetzt. Moment, dann muss weg. Ich glaube das auch. Jetzt. Zwei dicke, fette okay. Bildschirme. Schade. Jetzt kannst du ja schön nichts draufblenden. Ey. Manchmal, ne? Stimmt. Wenn der Grasblock hin ist. 3 wollte ich machen, oder? 3. Okay. Das sind 3, 6, 3, 6 passt. Dann kommt da nochmal die dünneren Teile hin. Mach ich dafür auch? Nee. Och, geht das schon wieder nicht. Wenn ich das hasse. Was brauchte ich jetzt noch? Verdammt. Hab nicht zugehört. Advanced Circuits. Ne, ich hab's auch gar nicht laut gesagt. Ich hab gesagt, das ist irgendwie so. Er schaut ja nie zu, das ist das Gute. Ja, stimmt auch wieder. Das ist optimal. Ja, das sieht optimal aus, aber. Mensch mal. Komm, crafte schneller. Ein Fehler ist unterlaufen. Ein Fehler. Nein. Super. Alles halt weiter. Hab ich falsch gedacht. Schon gewundert, kann doch nicht so sein. Dann also weiter. Ach, echt? Mit dem Schiff geht das, oder was? Ah, und das hier geht nicht, ich verstehe. Sag das doch. Ja, genau, so ist es gut. Nico, hier ist eine Höhle. Lass mal eine Höhlentour machen. Hat die voll vorgeschlagen, deswegen. Ich hab immer so gute Ideen, Nico. Also. Ja, du hast gute Ideen. Ja, manchmal. Selten. Okay, trifft's eher. So, dann. Nico, hast du noch ein bisschen Quarz für mich? Meinst du, es ist leer? Ja. Ich hätte noch das, das und das. Und dann noch Treppen. Und das war's dann. Okay. Am liebsten würde ich ja dann das komplett machen. Moment mal, das stimmt nicht ganz. Das stimmt so nicht, Matze, was du da machst. Wir machen Chef Hovermod mal aus, den nervt. Ne, Nico, das ist voll scheiße, der Hovermod. Du bist scheiße. Oder du? Ja. Nee, du. So, stellen wir noch mehr her. So, 1, 2, 3, das war doch eigentlich. Für die nächste Zeit haben wir keine Energie mehr. Was jetzt gemacht, Quarz mit Energie. Geil, das ist schon. Stimmt, Quarz.
Okay. Okay, die Höhle müssen wir mal gucken. Ich baue die mich jetzt zu und muss es dann später durchbauen. Das wird so halt so. Egal. Deswegen habe ich die eigentlich extra offen gelassen. Da kommt aber Weißt du Quarz was, ich hin. mache jetzt eine Höhlentour. Ne, lass mich erstmal die fucking Wand fertig bauen. What the fuck, ich bin fast durch. Ne, ich mache jetzt die Höhlentour. Nein, du findest mich nicht wieder, die ist zugebaut. So. Mist, ich wollte es doch noch machen mit dem automatischen Craft, bis das alles benutzt wird. Ja, mach. Ach, Mist. Jetzt bin ich durchs Portal gegangen. Ach, Mann. Dann gehen wir zurück. Tschüss. Ja, wird dauern. Mir schon klar. Wir müssten eigentlich jetzt auch mal den Quarry umsetzen, damit das Stück hier weggemacht wird. Was mache ich denn da schon wieder? Das war doch nicht da unten hin, sondern da oben hin. Ja, müssen wir eigentlich auch noch in die Quarry, ist klar, aber. Ich mach schon mal den Baum weg, der da nervt. Wenn du jetzt schon mal hier bist, ne? Mehrere, okay. So, jetzt bauen wir diese Dinger und dann nehme ich was durch. Würdest du bitte abfallen? Danke. So, Kraft in neue Sachen. Du musst leider auch weg. Tut mir aber leid. Was mir auffällt, wir haben noch gar keine Kakaobohnen. Die wären eventuell nützlich. Irgendwann mal. Irgendwann, ja. So, du meinst, ich soll erst mit anderen machen. Das wird dann aber dauern. Aber okay. Ja, passt schon. Ich nerv dich dann, wenn du da kommen sollst, über eine Höhlentour machen. Ich will jetzt einfach die Scheißwand hier fertig bauen. Dann kann man gerne eine Höhlentour machen. Ich hab kein Problem mit. What? Stehen da Fackel drin. So, das wird soweit passen. Ist da drüben auch noch? Da kommt dann Quarz. Sollte schon mal machen. So, ey, das ist jetzt das da. Was? Das da und das da. Bildschirm ist dann immer lustig, wie doch nur mal Ewigkeit, ne? Cory. Wow. Wieso liegt denn. Achso, ja, jetzt ist. Ich dachte so, hä, wieso liegt denn eine Ender Chest? Aber ja, klar, wegen der Quarry. Logisch. Theoretisch. Muss da dann. Nicht sowas hin. Wie jetzt? Ach, nö. Nee. Kann ich. Ich muss später gucken, wie weit das hier fortgeführt wird, weil das ist nämlich ungefähr halb so groß, diese Fläche hier, wie die Fläche da hinten. Müssen wir mal schauen. Na klar. Genau. So, so hab ich den Bildschirm fertig gebaut, Nico. Irgendwo. Das ist doch nice. Ah, komm, alles mal weg. Bis auf. Dann können wir schon das da oben fertig bauen. Und was? Mal gucken, wie lange es geführt wird. Ach komm. Schon. Die Quarztreppen. Warte mal, warum habe ich eigentlich so viel Erde noch drin? Keine Ahnung. Was machst du mit der Erde hier? Ich soll vielleicht die Höhle offen lassen, vergessen wir die. Ja. Da ist eine Höhle denn da. So, dann gehe ich mal in Game Mode und. Hier ist eine Höhle rein. Nein.
Oh, hier ist Gold. Den Gold müssen wir mitnehmen. Bei ihm kommt Gold. So. Oh ja. Egal. War da eh noch was kommt, egal. Mach mir Gold. Give me that Gold. Hoch. Okay, dann kann ich auch schon die Sachen noch fertig bauen. Guck mal. Moment. Da. Das wollte ich gar nicht. So. Gut. Gibt es eigentlich auch eine Stromquelle, die... Oh, verdammt, wie mache ich denn das? Ich wollte einfach alles im Game Mode nachbauen. Aber... What the fuck? Das ist ja nicht so easy. Oh shit. Wie soll ich das machen? Ach, was willst du denn eigentlich machen? Ich will schauen, dass das automatische Craft mit allen Maceratern funktioniert. Jetzt willst du jetzt im Kreativmodus den dran nachbauen oder was? Das ganze Gerüst? Ja, nicht das Ganze, aber so ein bisschen halt zum Nachprobieren. Das Problem ist. Mach doch bei unserem Grad. Kannst du umbauen ein bisschen, ist doch egal. Ja, ich würde es gerne auf meinen. Ja, schon neu kann ich eigentlich. Mist. Was meinst du mit der Energie? Ja, scheiße. Wer das? Nico, was meinst du mit der Energiequelle, die es geben soll? Machst du da? Ich hab gerade über... Ach, das ist meine gute. Bezüglich... Ich wollte, da ich halt im Game Mode war, brauchte ich halt eine externe Energiequelle, wo ich Strom zapfen kann. Ja, gibt's. Richtig, aber halt eine... Gibt's. Gecheatete, die ich dann halt kurz nutzen würde. Nicht für die... unsere Sachen und so, aber... Hat sich ja damit erledigt. Genau. Gut, das ist soweit fertig hier. Das ist die Frage, was ich hier mache. Die andere Wand habe ich keinen Bock. Die andere Wand. Zu gucken, wie lang das hier werden muss, um weiterzubauen, geht gerade nicht, weil ich eine Aufnahme habe. Dann möchte ich erst Star Citizen starten. Dann wird es hier mit 2 FPS laufen und das will keiner. Vor allem mit Aufnahme schmiert wahrscheinlich alles ab. Also nein. Gerade nicht so. Meine Zentrale oben kann ich auch nicht wirklich weiterbauen. Ich könnte nur unser komplettes Quarz da drin wasten, indem ich den Boden weiterbaue. Weil der Boden muss eigentlich gebaut werden. Schön. Ich muss den Boden fertig gemacht werden von dem Ding. Ja. Ich waste unser komplettes Quarz mal daran, damit wir Quarz haben. Ja, ein Stack habe ich noch. Ich komme sehr weit damit. Dann baue ich den Boden erstmal nicht. Wie geht es denn eigentlich, dass. Ich komme. Dass Sachen aus dem Macerator eingesaugt werden in System. Wie ist das möglich? Gucken Sie. Ah, okay. Also ein reinspringendes Loch und siehst du. Aber ist das so drauf? Ja, ich seh's schon. So funzt das. Deswegen verstehe ich halt nicht, ich verstehe halt überhaupt nicht, warum das so ist. Ich habe mich auch schon damit befasst. Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich haben wir ja überall. Ne, mir fehlt dran. Hier Eisen, da Eisen. Ich würde bitte jeden verfickten Messerwetter benutzen. Und er nimmt halt einfach nur einen. Okay, ich habe Ideen. Ja, tu mal uns Eisen craften oder sowas. Dann sieht man ja, was er macht. Also ich crafte mal 10 Eisen. Ja. Dann nur den. Random, halt vor allem okay. Nur eins rein und danach nimmt er irgendeinen anderen. Verstehe ich halt überhaupt nicht. Ist was? Ich probier noch mal was, also. Oder zu mehrere Befehle geben. Nur einen. Ich bin weg. So, angenommen, wir würden hier den braten. Der ist belegt. Ja, und dann anderen. Was machst du System? Ja, kann sein. Ich weiß es nicht so genau. Das hat er ganz rechts hingenommen. Ja, nehmt dran, den zweiten nimmt er jetzt. Okay. Dann nimmt er den an. Ich denke mal, vielleicht ist das so gemacht, einfach, dass er einen Messerwetter nimmt und wenn er voll ist, hat er Möglichkeiten auf die anderen zuzugreifen, wenn die halt belegt sind. Dann geht er mal nach und nach die Dinger durch. Wo halt craften darf. Aber das ist halt dumm eigentlich. Eigentlich soll er jeden nehmen. Aber wahrscheinlich ist es dann so gemacht, dass man einfach mehrere Sachen machen kann. Dass er nicht nur Eisen macht, sondern wenn das dann auch dann Tin oder sowas. Das hat nicht alle belegt. Aber finde ich scheiße, er soll alle belegen. Damit das schneller geht.
Das müsste ja. Jawohl, Iron ist drin. Keine Ahnung, das versteht halt nicht. Schwierig. Höchstens, es könnte verstehen, dass wir oben und unten die jeweils haben. Vielleicht deswegen irgendwie. Jetzt macht er gerade. Was macht denn der einen hier? Der blieb ja rum. Macht gar nichts. Sind sie den da hinten sogar? Ja, der macht random irgendeinen. Halt schwierig. Okay, da komme ich gar nicht rein. Und die unteren nimmt er halt irgendwie überhaupt nicht. Das ist wohl wahr. Aber dann alle oben sind voll, glaube ich. Das hab ich schon mal getestet gehabt. Ich brauche hier mal ein gescheites. Jetzt hier. Ich muss ihn mal ausbauen. Sonst kann ich mich hier nicht mehr richtig bewegen. Mach mal. Wie bist du überhaupt hingekommen? Ich komme gar nicht durch. Jetzt. Import was. Theoretisch müsste es funktionieren, aber geht doch nicht. Ah! Baut einfach da alles ab, ey. Und bis halt echt, wir testen jetzt mal eine Reihe mal weg, was man nur oben oder nur unten hat. Die Messer, also die untere Messer wäre der Schicht weg, macht oder die obere. Bin ich deswegen nur verwirrt. Weiß nicht. Deswegen. Könnte man machen. Das ist dadurch. Keine Ahnung. Hä? Ich bin bisher. Ah, ich hab mein Jetpack gar nicht auf. Nice. Das ist nicht leicht. Ja, richtig. Ich meine, bei den Öfen ist das ja nicht schlimm, wenn du einen benutzt, weil das geht ja so auch schnell. Aber da ist aber dann 200 Ewigkeiten. Was wäre denn, wenn ich jetzt sage, hier. Moment. Was ist das denn da eigentlich? Strom. Okay. Jetzt sind da zwei. Jetzt sind da zwei Messer weiter. Drei sogar. Wer nee, der erste drei. Ist Tim. Der erste ist Tim. Achso, stimmt. Guck mal, ja, okay. Also, jetzt habe ich mir zweimal ein Ding gegeben. Das heißt, pro Auftrag nimmt er ein Messer weiter. Und muss halt mehrere Aufträge machen. Oh, ich gehe mit null. Sieht toll. Pro Auftrag nimmt immer einen. Gib mal ganz viele Aufträge. Also wirklich richtig viele. Also mehr als fünf oder so. Und was macht er? Jawohl, da hinten macht er auch. Jawohl, und unten nutzt er dann auch. Ich meine, wenn ich jetzt nicht mehr gemacht. Also nutzt alle, also pro Auftrag nimmt halt ein. Okay, das ist zumindest so halb geil. Das ist schon geil, halt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 100 Eisen haben, machst du halt 4x25. Ist ja genauso, wenn du normal die Meta-Werte benutzt. Das tust du auch nicht alles in einen reinschmeißen, sondern machst mehrere Aufträge für jeden einzelnen. Du musst dazu ja, reinschmeißen, dafür. Du musst halt auch dann bedenken, dass er das auch so macht. Von daher wäre es dann eigentlich okay. Ich halt bedenken, ja. Okay, der macht pro Auftrag, nimmt er halt ein Meta-Werte. Das heißt, ja. Ja, ist okay. Wobei er halt aktuell halt. Ja, okay. Da muss er eigentlich so gehen. Du hast scheiß Tinder raus, ey. Trotz Ewigkeiten. Ach genau, und jetzt werde ich da aber noch ein paar Sachen reinschmeißen, die gemacht werden sollen. Weil wir wollen ja noch mehr machen. Ja, schon, der hängt sich auch immer mal auf, ne? Und das scheiß Ding hier hinten. Ach, stimmt. Wollen wir mal schauen. Guck mal bitte im System, was wir alles an Ohrs haben. Ja, ich hab schon. Oh, gut, was ich umstellt, hab ich letztens schon erwähnt, dass das so viel ist. Ja, eine Menge, ne? Warte mal, wie mache ich denn das? Ja, das System kann die aber alle nicht machen. Und überall aber auch Eisen. Für Gold würde ich dann aber auch nur eins nehmen, oder? Wenn ich im Nachhinein noch mehr geben. Warte, machen wir es so. Also Eisen sowieso überall. Das Kupfer brauchen wir nicht. Dann nur eins von. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Na gut, Kupfer und Tin sollte auch mehrere Messwerte dann haben, weil es einfach so viel ist. Das Problem, was wir haben, ist, dass Copper und Tin teilweise
drei oder vier verschiedene Ohr sind, weißt du? Ja, richtig. Das heißt, muss man auch dann dran denken, dass es halt immer für jedes einzelne dann da ist. Wenn du jetzt alle wachst, alle sollen gemessen werden vom System automatisch, beziehungsweise nach Auftrag. Ja, es wird nicht einfach. Okay. So, oder? Ja, kann man es denn überhaupt gemessen werden? Nee, das muss in den direkten Induction Furnace. Ah. Und denk dran, ne, wenn du ein Messer wettest, dass man doppelt so viel rausbekommt. Also wenn du ein Gold reinschmeißt, kommen zwei Quaschet raus. Stimmt. Nur Info. Wie ist das denn jetzt nochmal? Wie mache ich das, zum Beispiel jetzt Tin Ore, mache ich das, dass das gemacerated wird? Eigentlich doch gemacerated. Du schützt ein Tin Ore, nur eins in die Mitte legen, am besten, oder irgendwo rein, aber ich mach's halt immer in die Mitte. Man darf immer wirklich nur eins machen. Ja klar, eins. Genau. Okay. Wo liegt das denn daran? Ich mach aber eins und dann halt zwei Quascht rechts rein. Muss man halt vorher halt hier craften. Also einmal vorher eine Messer mit reinschmeißen. Okay. Ah. Dann ansonsten musst du zwei Quascht reinlegen. Dann tust du auf Endcode und dann tust du dir in die Messer weiter. Interfaces rein. Wow, okay. Das also muss immer eins vorher Messer wetten. Und dir vor, nimmst dich schnell raus, ne? Bevor es dir wegsaugt. Ja, richtig. Okay. Und du bist halt die anderen hinten im Raum, die werden ja nicht direkt ausgesaugt. Ich bleib mal mit. Mhm. Da ist keiner von uns beiden und das System sockt ein. Ich hab's. Hab's nicht, okay. Warte, ich gib's dir und dann tust du es dran. Lernen. Okay. Da. Jetzt, hey, nimm. Jetzt. Das ist noch Endcode. Jo. Und dann kannst du dir. Clear. Ja, und einfach. Nein, das dann hier rennen. Was ist jetzt? Ja, Tin. Du musst halt eigentlich mehrere am besten rein. Theoretisch sogar. Wow. Weil Tin ist halt echt heftig. Ist halt schwierig, wir haben halt so viel. Ja, vor allem haben halt kaum Platz, ne? Das muss man auch halt bedenken. So ein Ding. Deswegen okay, will ich das ja in der Außenwelt möchte ich halt in XL die Maschinerie haben, in ganz groß. Aber das, bis wir das machen können, müssen wir vorher mal wenigstens eine Sache beenden. Das wäre der Hangar vielleicht mal. Ja. Da können wir ganz viele Aufträge machen, aber aktuell geht halt nicht viel. Und dann tut erstmal auf Minimum beschränken und dann später machen wir halt mehr in groß, damit schneller geht. Aber ich meine, Tin brauchen wir nicht so dringend. Alten schon. So. Gut Leute, aber die Folge ist eh zu Ende, ne? In der nächsten Folge werden wir mal sehen, was wir da machen. Der Hangar wird bestimmt schon ein bisschen weitergebaut sein. Mal schauen. Ja, ich würde ja erst nach ein paar Stunden wiederkommen. Ein paar Stunden mehr wieder auf, ja, wahrscheinlich. Wie immer. Gut. Und dann, ja, danke schön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Minecraft Modland. Ciao.